Hier ist das filmische Allerlei. Hey Leute, und es gab einen neuen Film. Wenn euch meine Kritiken gefallen, bitte, bitte abonniert mich. Damit unterstützt ihr mich sehr. Gerne kommentieren, Glocke aktivieren. Ihr könnt gerne bei Social Media vorbeischauen. So, jetzt geht es um Animation, und zwar Kung Fu Panda 4. Es wird Zeit, dass du den nächsten Schritt auf deiner Reise gehst. Ich werde da nicht mehr der Drachenkrieger sein? Du wirst aufsteigen zum spirituellen Führer des Tals des Friedens. Innerer Frieden. Innerer Frieden. Du verschwindest hier aus meinem Revier! Ich muss was zu essen kriegen. Zuckerschoten mit einem Sesam-Soja-Dip. Das funktioniert einfach nicht. Tai Lung, Riesenfan. Sobald ich das Kung-Fu aller Superschurken besitze, wird es niemand mehr wagen, mich zu unterschätzen. Nicht einmal der große Drachenkrieger. Wer ist das? Nur die mächtigste aller Verwandlungskünstlerinnen, das Chamäleon. Wie finde ich denn dieses, das Chamäleon? Ich führe dich direkt zu ihr. Wir gegen eine ganze Armee! Dann müssen wir uns eben eine eigene Armee zulegen. Was ist das für ein Ort? Die fiesesten Gauner und Verbrecher leben hier. Du bist eine gesuchte Verbrecherin? Du klingst überrascht. Ist das überraschend? Schön vorsichtig mit dem Feuerwerk, ihr Süßen. Klappereien machen uns immer ganz kribbelig. Wieso sollten wir dir helfen? Wir können das Chamäleon besiegen. Gemeinsam. Der Drachenkrieger zu sein, ist das, was ich bin. Was macht man denn als spiritueller Führer? Was hältst du in deiner Hand? Ein Kick? Du wurdest auserwählt, was Größeres zu werden, als du bereits bist. Wie sollen wir das machen? Kurz und schmerzlos? Oder lange und schmerzhaft? Lange und schmerzhaft! Endlich hast du deinen Meister gefunden, Chamäleon. Wir beide sind uns ziemlich ähnlich, du und ich. Skadoosh. Geh zur Seite. Ich trete mir selbst in den Hintern. Ich habe tatsächlich jetzt kurz vorher 1 bis 3 nachgeholt, wobei beim dritten Film noch knapp 20 Minuten oder eine Viertelstunde, weil ich den ersten mal gesehen habe, aber die anderen war ich mir nicht mehr sicher. Ich mag den ersten, ich fand den zweiten fast stärker, ein bisschen, und der dritte hat mich nicht wirklich abgeholt, und jetzt hatten wir den vierten. Po soll jetzt der spirituelle Führer werden, das heißt aufsteigen im Kung Fu. Das kann nur eine Reihe von Problemen nach sich ziehen, denn erstens weiß Po ungefähr so viel über spirituelle Führung wie über Low-Carb-Diäten. Und zweitens muss er rasch einen neuen Drachenkrieger finden, den er auch noch ausbilden muss. Bevor er seine wichtige neue Position einnehmen kann, kommt noch zum Überfluss eine neue Superschurkin dazu, und zwar das Chamäleon. So. Ich hatte schon irgendwie Lust drauf, also weil ich mag ja Animationsfilme, ich mochte Kung Fu Panda. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Thema ist ein bisschen auserzählt. Und ich für mich habe festgestellt, dass ich Kung Fu Panda am liebsten mag, wenn es um den ganzen Trupp geht. Also nicht nur um Po, sondern um die Fantastischen Fünf und ihn und seinen Ausbilder und diesem ganzen und seinen Papa und seinen Papas und den ganzen Kram. Ich mag, wenn das so alles zusammen ist. Und im dritten war es ja auch schon so, dass Kung Fu Panda Po bei seinem richtigen Vater gelandet ist und bei den Pandas gelandet ist. Und das war mir dann zu viel Pandas und zu viel das Gleiche. Und hier ist es auch ein bisschen so, weil die Fantastischen Fünf sind nicht da, und
Poe stellt halt für sich fest, spiritueller Führer kann er sich noch nicht so richtig vorstellen. Weiß nicht, wie er das angehen soll. Dann soll er natürlich den neuen Drachenkrieger auserkoren mit dieser Festlichkeit, die es da gibt und dem ganzen Bamborium. Das klappt aber nicht. Dann kriegt er mit, dass es das Chamäleon gibt und will sich der stellen. Erstmal, bevor er sich um alles andere kümmert. Und da lernt er eine Füchsin kennen und die sind zusammen unterwegs. Und das ist so ein bisschen im Groben die Geschichte. Und deswegen gibt es halt in erster Linie den ganzen Film über die Füchsin und Po. Da gibt es nette Sachen, es gibt ein paar Gags, über die ich auch gut gelacht habe. Aber es hat nicht mehr, es holt mich halt einfach nicht mehr so ab, muss ich sagen. Wir haben die deutsche Fassung geguckt, das heißt, Po wird gesprochen von Harpe Kerkeling, im Original von Jack Black. Das macht ja gut, also da muss man nichts sagen, das funktioniert ja alles, das war jetzt auch alles nett synchronisiert und so, das kriegen, also das ist ja bei, finde ich, Animationsfilmen auch immer etwas leichter, nicht wirklich viel leichter. Aber da kann man, finde ich, ein bisschen besser abschalten, wenn die Mundbewegung nicht 100% stimmt, so, das ist dann ziemlich, und das hat Spaß gemacht. Der kriegt von mir eine 6 von 10, Tendenz eher etwas sinkend. Ich hätte gern mehr gehabt. Mike Mitchell führt Regie und Co-Regie Stephanie Stein. Mike macht viel Kinderfilme, sowas wie Für immer Shrek, Trolls, The Lego Movie 2, aber insgesamt ist er halt auch in diesem ganzen Animationsbereich und Kinderfilmbereich tätig, genauso wie Stephanie, die hat einmal Regie geführt bei She-Ra und die Rebellenprinzessinnen bei 6 Folgen der Serie und sonst ist sie eher im Animationsbereich tätig, also die Animation herzustellen. Also die ist mehr am Computer tätig für das Ganze. Der startet am 14.03.23 in den deutschen Kinos, ist 94 Minuten lang und hat eine FSK 6. Ja, nee, ich finde, also für mich ist es, wenn sie weitermachen, muss es wieder mehr unterschiedliche Charaktere um Po geben, dass es funktioniert und spannend ist. Po allein oder mit nur einer Person reicht mir nicht. Ich finde, das ist dann irgendwann langweilig. Aber ich glaube, vielleicht ist Kung Fu Panda auch einfach durch und das reicht jetzt mit dem vierten. Ich hoffe natürlich, wenn Eltern Kinder haben und sie gehen da rein, dass sie trotzdem alle schon auch irgendwie so ein bisschen ihren Spaß haben werden. Also der ist ja jetzt auch nicht richtig schlecht, aber er ist auch nicht mehr gut. So, und ich finde, die Reihe ist auserzählt. Ich glaube, Kinder werden da noch ziemlich viel Spaß haben. Die Eltern werden nicht zu sehr leiden und auch ein bisschen ihren Spaß haben. Und das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber vielleicht kein fünften mehr von dem Ganzen. Und wenn ihr als Big Family ins Kino geht, wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß.